Eine Entscheidung wird fällig, meine lieben Freunde. Wir sind nach einer Reise in die Heimat, einem kleinen Exkurs zur Medaillenakademie, zurückgekehrt zum vergessenen Turm. Jenem Ort, an dem wir nun die Entscheidung treffen müssen, die alles verändert. Unser Schicksal wird neu justiert. Und wir dürfen gleich sagen, ob wir unsere Kameraden tatsächlich zurücklassen. Es wird ein Abschied auf ewig wahrscheinlich, da wir in die Zeit zurückreisen werden. Sprich, in eine neue Zeitdimension. Eine Reise ohne Rückweg. Wir fahren sozusagen auf einem One-Way-Track. Also eine Zuglinie, die nie mehr zurückkehrt, nur auf einer Spur fährt. Und es ist im Grunde eine traurige Entscheidung, die wir treffen müssen. Aber irgendwann muss sie getroffen werden. Und ich bin gekommen, um mich meinen Freunden zu stellen, die uns ja allesamt davon abhalten wollen, diesen Schritt zu gehen. Und hier im Zentrum der Zeit, im Angesicht der großen Sanduhr, sollen wir nun sagen, was passiert. Ich schreite also hier rauf. Und während wir emporschreiten, begrüße ich euch in diesem Sinne ganz herzlich und mit ein wenig Wehmut zur Folge 122 von Dragon Quest XI. Zugehst hatte ich Tokio Motomete. Weiter geht's. So, ich muss immer ganz kurz gucken, ob ich den richtigen Pfad auch wiedergehe. Warte mal. So. Ich glaube hier lang, ne? Letztes Mal sind wir rechts, dann kann man da eine Kiste öffnen. Das wollen wir diesmal nicht, denn die ist ja schon offen. Wir müssen nach oben und lassen uns von Zahnrad zu Zahnrad transferieren. So, es ist ein ziemlich zeitintensiver Gang, ne? Beziehungsweise Flug hier nach oben. So. Dann geht es weiter nach dort vorne. Und ich bin, um ehrlich zu sein, etwas aufgeregt, weil ich absolut keinen Schimmer habe, was auf uns wartet. Hier und jetzt an dieser Stelle. Wir haben ja das letzte Mal einen Rückzieher gemacht, konnten die Entscheidung nicht treffen. Doch diesmal bin ich gewappnet. Hier, an diesem Ort, im allertiefsten Heiligtum. Unsere Kollegen wollen uns aufhalten. Gunnar, es tut mir leid, aber egal wie du dich entscheidest, wir können nicht. Auch wenn es heißt, meine Schwester zu retten, die auch sie würde dich davon abhalten. Ich habe ihr versprochen, dich zu beschützen, mit allem, was ich kann. Habe mir extra meine Haare abgeschnitten. Meine Schwester würde unglaublich sauer auf mich werden, wenn ich zulassen würde, dass dir was passiert, Kunano. Deshalb bitte ich dich, überdenke es nochmal. Kunano, willst du es wirklich tun? Willst du gehen? Wie der Wächter der Zeit es gesagt hat, wenn du einmal in die Vergangenheit zurückkehrst, wirst du diese Welt nicht mehr betreten können. Ich weiß nicht, was mit dir passiert. Nichtsdestotrotz, entscheidest du dich dafür? Wirst du in die Zeit zurückkehren? Ja, das werde ich tun. Diese Entscheidung habe ich getroffen und ihr könnt nichts dagegen tun. Okay, ich habe wohl verloren. Ne? Es sieht so aus, als wärst du schlüssig, ja? Und, ich kenne dich ja. In solchen Zeiten bist du der Dickkopf, wie ich dich kenne halt. Also du hast dich entschieden. Wenn das so ist, dann werde ich nichts mehr sagen. Ich vertraue an dich und deine Entscheidung. Rette diese Welt noch einmal mit deinen Händen. Ich bitte dich, Kodando. Tu es ein letztes Mal. Dann heißt es jetzt also hier Abschieds auf ewig, zumindest von euch in der jetzigen Form, in dieser Zeit. Also dann geh bitte, Kodando. Wir werden deinen Willen in Ehre halten und natürlich respektieren. Und so schreiten wir voraus zum Wächter der Zeit, der uns auch scheinbar schon erwartet hier. Und nun spricht. Du hast dich also, wie ich sehe, entschieden, Kurando. Also dann werde ich dir das erzählen, was ich weiß. Wenn, sobald der Zeitorb zerstört wurde, kannst du wahrscheinlich in die Vergangenheit zurückkehren.
Aber all deine Erinnerungen, sprich, die Erinnerung an dein Abenteuer, all die Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, und all die goldenen, ewig goldenen, die Inhalte, ach so, die Inhalte des Tresors, des ewigen Tresors, das der hier um den Schrein dreht, wird mit dir in der Zeit reisen. Und überall in, ach so, überall auf der Welt wird einer davon, ach, das sind jeweils kleine einzelne Tresore, diese Kugeldinger, ne? Werden dort existieren. Das heißt, sobald du den Zeitorb zerstört hast, wird all das, was du besessen hast, in diese Tresore reingelegt. Das heißt, all die Dinge, die du brauchst für dein Abenteuer, werden in die Vergangenheit zurückgeschickt. Da wird auch die Frage geklärt, wie das nun Sache ist mit den Gegenständen und allem, was wir gesammelt haben bisher. Aber auch all die Orbs, die du gesammelt hast, sowie das jetzt ausgerüstete Heldenschwert, all das kann zerstört werden, womöglich. Aber du solltest das frühere Heldenschwert, das zum Schwert des bösen Königs wurde, das solltest du jetzt in deinen Händen tragen. Ich denke, es wäre gut, dass du es ausrüstest und damit fortan kämpfen solltest. Das war alles, was ich weiß. Mehr kenne ich selbst nicht darüber. Wenn du dich vorbereitet hast, in die Vergangenheit zurückzureisen, dann schreite zum Orb voran. Das ist jetzt also unsere letzte Aufgabe, hierher zu gehen. Zum Orb der Zeit. Und nun können wir diese Treppe beschreiten, aber es gibt kein Zurück. Wollen wir es tun? Wollen wir die Zeit zurückreisen? Ja. Wirklich? Wollen wir es wirklich tun? Das wird mir aber schwer gemacht. Ja, wir wollen. Wir wollen. So, nun ist die Zeit gekommen. Es ist so, dass du jetzt in die Vergangenheit geführt wirst. Kurando, schreite nach vorne. Kurando, schreit Kamiu. Ich nehme an, dass meine Persönlichkeit in der Vergangenheit, wie damals, als wir uns das erste Mal trafen, dir feindlich gesinnt sein wird, Kurando. Aber wenn du es wirklich wünschst, wenn es das ist, was du willst, dann werde ich mein Leben wieder in deine Hände legen. Egal wie oft. Ich bin der Schild. Ich bin der Schild, der den Helden schützt. Oh, hör doch mal auf, Greg. Was machst du nur für einen sentimentalen Abgang hier? Das wollen wir doch nicht sehen. Es wäre doch besser, ihn auf freundlich und glücklich zu verabschieden. Wir sagen also nicht auf Wiedersehen, sondern bis bald in der Vergangenheit. Kurando, du wirst ganz sicher in Ordnung sein. Egal welche Schwierigkeit auf dich wartet, du wirst gewinnen. Aber auch wenn es mal schwere Zeiten gibt, wo du nicht mehr kannst, dann denk an uns und vertraue uns. Wir helfen dir. Und bitte, Kurando, führe dir immer das Gesicht deines Großvaters vor Augen, ja? Er ist immer an deiner Seite. Guck doch mal. Kurando! Ah, du bist so wundervoll erwachsen geworden, wenn ich dich so angucke. Und wir verabschieden uns ja nur für kurze Zeit. Ich glaube an dich. Diesmal rettest du bitte alle. Ah, ich bin so stolz auf dich, mein Enkel. Kurando. Meine Aufgabe war es, meine Mission, mein Schicksal, dich zu beschützen. Und ich bin bis hierher an deiner Seite gewandelt.
die Tage, in denen ich mit dir zusammen auf Abenteuer war. Das war eine für mich so tolle Zeit, die ich nie wieder zurückkriegen werde. Also makellos, wirklich in jeglicher Hinsicht. Die werde ich niemals vergessen. Deshalb, Kurando, deshalb muss ich dir sagen. Würdest du mich suchen auf der anderen Seite? Also dann, die Zeit ist gekommen. Dann wird es nun so sein, dass die vergangene Zeit angepeilt wird. Und dabei zerbrach das Heldenschwert. Und mit ihm der Orb der Zeit. Kurando! 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 Wir werden wieder mit dir reisen. Ein weiteres Mal. Wir sehen uns wieder. Versprochen, sind die letzten Worte von Kamio. Kehre gesund zurück, Kurando. Greg, du musst ihn ins Gefängnis werfen. Ich glaube an dich. An das Wunder des Helden. Kurando, wir werden dir helfen. Und da wird nochmal alles rekuriert. Das geht jetzt ruckzuck. Lass uns gehen, Kurando. Wir müssen Onoga besiegen. Und ja, du bist der, der das Schicksal erfüllen muss. Wundervoll und fantastisch. Ein Blick in das, was war. Und all das, was jetzt nicht sein wird, weil wir viel weiter zurückkehren werden. Nun, die Frage ist, an welchen Ort und vor allem zu welcher Zeit? Wo und wann sind wir hier? Was wir haben, ist das Heldenschwert des bösen Königs. Und wir sind am Fuße des Lebensbaums, also sprich in Lambda. Wollen wir speichern unseren Fortschritt an dieser Stelle? Das machen wir. Und zwar saftig obendrauf. Hauen wir den mal hier in die Mitte rein und das nächste Mal auf den anderen Seiten. Die haben ja noch ein paar Speicherslots frei. Und die sollten wir vielleicht separat betrachten, denn man weiß ja nicht, ob wir vielleicht dann doch nochmal irgendwann nochmal in die Vergangenheit reisen wollen. Und jetzt sind wir der Reisende, der die Zeit überschreitet und... Ja, wir haben die vergangene Zeit wieder eingefordert. Also wir sind auf der Suche nach der Vergangenheit, so auch wie es der Untertitel der japanischen Version des Spiels besagt. Also Sugisarishi Tokio Motomete, was vielleicht wie auf der Suche oder beziehungsweise auf der Spur der Vergangenheit des an einem Vorbeigeschrittenen, ja. Und wir sind auf dem Weg zurück, um noch einmal die Welt zu retten. Und diesmal richtig. Und ich muss mal jetzt gucken, wir sind in Lambda, sind immer noch Level 60... haben unendlich volle Taschen mit all dem, was wir gesammelt haben. Haben unsere Ausrüstung, den Satan-Helm, den wir in der letzten Folge gewonnen haben. Zauber, ja. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wie sieht es mit unserem Skill-Panel aus. 50 Punkte haben wir noch. Der Rest ist eigentlich schon sonst verteilt. Können wir ja eigentlich bald auch mal wieder verteilen hier, ne? Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was denn hier Sache ist. Die Sequenz können wir auch skippen, wenn wir Quadrat gedrückt halten, steht oben links. Das ist jetzt schon als kleiner Wink damit, dass wir das wahrscheinlich schon gesehen haben. Und nicht noch einmal sehen,
wollen vielleicht, aber ich lasse es einfach mal laufen. Jetzt sind wir im Heiligen Gebiet. Labda. Oh, der Held. Du solltest doch mit deinen Freunden, deinen Kameraden zum Turm gerannt sein, oder nicht? Warum bist du auf einmal hier? Also, dass der Held einfach verschwunden ist, da wird sich der Älteste, der Dorfvorsteher, bestimmt Sorgen machen. Also bitte, kehre zurück zum großen Dom. Oh, mein Held! Oh! Ich weiß, ich komme gar nicht mehr runter. Ich bin so aufgeregt. Aber ich denke, bei dir ist es auch so, dass dir etwas auf dem Herzen liegt, oder? Hm? Du fragst dich, wann wir heute haben? Wie das Datum lautet? Was fragst du für doofe Sachen? Du hast gesagt, du hast die 6 Orbs gesammelt gerade. Bist gerade fertig geworden. Und jetzt wart ihr im Begriff, zum Turm zu gehen. Und deine Kameraden sollten dort schon warten. Sprich, wir sind kurz davor, aufzubrechen zum Lebensbaum. Dorthin zu reisen, zum großen Altar. Hier ist die Zeit tatsächlich nicht stehen geblieben, aber... Die beiden haben ihr Kind noch. Das Kind war ja verstorben, ne? Bei dem großen Unglück. Das ist schon mal ein guter Anblick. Was ist denn los? Eigentlich sollten wir so glücklich sein, aber wenn ich dieses Kind sehe, fühlt sich an, als würde meine Brust so zusammengedrückt werden. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wären wir schon einstmals vom Tod getrennt worden. Aber das darf nicht sein. Ich war vor einer langen Weile schon einmal verheiratet. Aber wurde nie vom Kindersegen heimgesucht, also hab nie ein Kind gekriegt. Habe deshalb aufgegeben, noch ein Kind zu zeugen, aber letztens kam dann etwas ganz Großes, toll. Das lang erwartete Kind wurde geboren. Ich bin so glücklich, so wirklich glücklich. Du wüsstest, dass du es wieder verlieren wirst, ja? Oh, Kurano. Was hast du denn da für ein unheilvolles Schwert auf dem Rücken? So ein großes, bitterböses Schwert. Und auch dein Aussehen, du wirkst ganz anders. Du hast eine ganz andere Atmosphäre, bringst du mit. Du siehst viel stärker aus. Oh, das bin ich auch. Wenn man abends den Nachthimmel, den Sternenhimmel anschaut, dann sieht man einen roten Stern, wie er am Himmel flackert. Kennst du den? Ja, ich weiß genau, was es ist. Das ist der Heldenstern. Und er wird als Symbol der Helden seit Urzeiten hier bei uns verehrt und ist ein heiliger Stern, der in der richtigen Gegenwart zerstört wurde. Von dem Torwächter des bösen Königs, ne? Was ist nur mein Held? Du wirkst, du ziehst ein so sonderbares Gesicht, als wärst du aus einem langen Traum auferwacht. Nicht wahr? Du bist doch jetzt gerade im Begriff, zum Lebensbaum zu reisen. Unser ältester Fahnert und deine Kameraden warten schon auf dich und suchen dich schon überall. Dann lassen wir sie auch nicht länger warten, sondern wir gehen hoch. Es gibt wahrscheinlich genug Möglichkeiten, hier noch mit jedem zu quatschen, aber... Die haben so lange jetzt gewartet. Wir sind endlich wieder da. Die große Xenika. Endlich ist die Zeit gekommen, um unsere Aufgabe zu erfüllen hier. Ach, oh, große Xenika, sagt sie, sie betet. Wir haben alle Orbs zusammengefunden, die wir bisher gesammelt haben. Und im ich werde nun den hellen Kurandel zum Lebensbaum führen, dort, wo die Kraft ruht, um das Böse zu vernichten. Der Lebensbaum, der große Baum, ist ein Ort, der nur den Erwählten reinlässt. Beziehungsweise zum heiligen Schwert lässt, ne? Egal, was uns erwarten wird, wir werden nicht wissen, was auf uns zukommt, bevor wir nicht gehen. Aber egal, welches Unglück auch auf uns wartet, ich werde Kurando auf jeden Fall beschützen und mit meiner Hand bewahren. Kurando ist mein Licht der Hoffnung. Solange dieses Licht am Himmel strahlt, lasse ich nicht zu, dass die Welt in Finsternis getaucht wird. Davon bin ich überzeugt. Deshalb bitte ich dich, große Xenika im Himmel, wache über mich, auf dass ich mein Schicksal und meine Aufgabe erfüllen darf.
Kurando, du bist es. Hast du mich etwa eben gehört? Und was ist denn das für ein riesengroßes Schwert auf deinem Rücken? Wo warst du die ganze Zeit? Als wir hier die Geschichte vom Ältesten gehört haben, bist du auf einmal verschwunden. Ich hatte so eine Angst, ich habe mich erschrocken. Meine Güte, was machst du nur? Was ist nur los mit dir? Warum guckst du mich mit so einem verheulten Gesicht an? Bist du verrückt geworden oder was? So kannst du dich jetzt nicht so aufführen. Wir haben doch was Großes vor. Wir haben eine große Aufgabe vor uns. Nun nimm dich doch zusammen. Du bist doch der Held immerhin. Ah, Kurandolein. Gott sei Dank, du bist wieder zurück. Du warst nirgends und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und da sind sie wieder. Alle bis auf Greg. Was ist nur Kurandolein? Du guckst uns alle so komisch an. Hey, Kurando. Was hast du denn da für ein riesengroßes Schwert auf dem Rücken? Also, wenn du so ein Schwert mit dir trägst, ist kein Wunder, dass sie dich alle Teufelskind hier nennen. Dich als schuldigen, bösen Übeltäter bezeichnen. Aber ist schon okay. Wichtiger ist, dass wir jetzt zum großen Lebensbaum aufbrechen. Wir haben schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Wir müssen die 6 Orbs auf dem Altar darbieten, der auf der Spitze des Berges im großen Ahnenwald liegt, um dann zum Lebensbaum zu reisen. Das ist unser Plan. Durch diese Tür dort vorne können wir zum Ahnenwald gehen. Und das hat uns der Älteste erzählt. Also sollten wir zunächst zum großen Altar gehen. So, wir sind auf den letzten paar Metern unserer langen Reise. Und das alles, um den bösen Onoga zu besiegen. Also dann lasst uns zum Lebensbaum kehren, dorthin reisen und es beenden. Aber vorher lassen wir nochmal laden, ne? Fanat, hast du noch was zu sagen? Oh, mein Held! Wir haben uns eine lange Zeit nicht gesehen, aber irgendwie... Ja, obwohl es eine lange Zeit, nur eine Weile haben wir uns nicht gesehen, aber irgendwie bist du so... Ja? Hast du so viel, strahlst du so viel Kraft aus. Der Weg führt durch den Ahnenwald zum Lebensbaum. Also geh durch die Tür, wandere den Bergweg entlang und ich bete für euer Glück, euer Wohl und euer Gelingen. Also gut, Fanat. Dies ist unser erster wichtiger Gang in der Vergangenheit. Der führt uns also dort wieder hin, wo das Übel seinen Lauf dann nahm, letzten Endes, war ja das der Fall des Lebensbaums, ja, wo so viele Leute gestorben sind. Das werden wir diesmal nicht zulassen. Und ich sehe das, was ich befürchtet habe. Unsere Kameraden sind alle auf dem alten Level. Ja. Das ist nicht erfreulich. Einmal ganz knallhart die Level halbiert. Und hier waren wir tatsächlich schon. Hier haben wir schon gekämpft. Aber wir haben jetzt einen Vorteil, dadurch, dass Kurando so unglaublich stark ist. Und wir sehen auch bei Kamiu seine Skills und alles dergleichen. Oh Mann. Wie leichtfertig er sich vergiften lässt. So kennen wir ihn gar nicht. Wenn die jetzt mal sehen, was ich hier mache. Guck mal hier. Fries, Blit. Ich dachte schon, ich hätte sie mit einmal getötet, aber nein. Aber dafür können wir Benonica wieder aktivieren. Und die beiden Schwestern kämpfen an meiner Seite. Benonica steigt auf Level 35. Na, sieh mal eine an. So, Kami ist vergiftet. Da müssen wir doch was gegen tun. Machen wir es denn? Jetzt müssen wir wieder mich orientieren. Wir haben so lange nicht mehr geheilt, aber das können wir auch so machen, ne? Warum nicht gleich so? Und wie sieht's aus mit den Skills? Ich möchte mal ganz kurz ein paar Skills verteilen, gerade von Kurando. Und das mache ich jetzt einfach mal im Sauseschritt, weil wir ja auch weiter wollen, ne? Also hier nur ein bisschen Flinkheit. Erstmal die ganzen allgemeinen Attribute
verbessern. Halt. Brechen wir das Panel auf. Und hier können wir unsere Konzentration im Kampf sparen, um schneller in den Zone-Zustand zu kommen. Und hier. Toheros. Eine heilige Aura, die dazu führt, dass schwache Monster uns nicht mehr näher kommen. Metal Gidi wollten wir auch noch lernen, um Metallschleime schneller zu töten. Machen wir aber als nächstes. Halt. Kami hat auch noch Skills hier, ne? Hier wäre auch mal interessant, ob wir mal gucken, ob wir ihn nicht jetzt auch oder die Skills einfach neu verteilen mal und die andere Wege gehen lassen. Xenia ist ganz gut mit der Lanze auf jeden Fall. Ach, da fehlen uns die Skill Points. Shidibia! Könnten wir eigentlich auch eine Peitsche geben, dann würden wir Veronica dann vielleicht den Stab wieder geben, ne? Ja. Gehen wir für sie den Pfad des Stabes und sie kriegt hier eine Auszeichnung als Magierin. Das reicht noch nicht. Dafür das aber. Und ihr seht, ich mache das mal ein bisschen schneller. Wir haben das ja schon mal gemacht gehabt. Shilbia. Peitsche, Dolch oder Kurzschwert. Komm, dann ist Shilbia jetzt einfach mal der Peitschenheld. Um mal ein bisschen frischen Wind hier zu schnüffeln. Halt, das reicht nicht, aber hier. Sparkshot. Und die beiden können noch warten. Da sammeln wir noch ein bisschen. Oh, ein Gigantes. Den einäugigen Koloss wollen wir doch mal gleich wegfegen. Hm. Das machen wir eigentlich, indem wir am besten einfach nur so ein paar Hiebe austeilen. So. Ich kann jetzt nochmal ganz gucken bei der Ausrüstung. Habe ich denn noch irgendwas, was ich denen geben kann? Aber die ganzen Sachen sind nicht mehr da, ne? Die hat er wahrscheinlich nicht mitgenommen. Doch, hier. Ah, guck mal an. Doch, dann die Schwerter dabei. Da. Also können wir doch wenigstens die Ausrüstung schon mal geben. Höchstküsumzologie. Wir können ihn eigentlich jetzt auch mal vielleicht dann nicht auf Dolch, sondern auf Kurzschwert drin. Wäre auch mal interessant. Er kriegt die Piratenhaube. Brauche ich nur noch den Piratenmantel eigentlich. Den habe ich aber glaube ich noch nicht freigeschaltet. Battle Choker kriegt er. Und den Rest lassen wir erstmal. Veronica, mein Mädchen. Den Göttinstab kriegst du. Den deine Schwester sonst getragen hat. Das ist natürlich cool, dass wir sie jetzt dergestalt so weit ausrüsten können. Hier, Kaiserinrobe, alles wie die Schwester. Hier wäre eigentlich cool die Funktion, dass wir die besten Sachen anlegen einfach, ne? Mal kurz gucken. Dann kriegst du das. Müssen wir leider jetzt so manuell machen. Ich frage mich, soll ich Xenia mitbehalten oder Ro einwechseln? Kriegt ihr die Lanze? Das Tiada kriegt sie angesetzt und Verteidigung wollen wir auch anheben. Wie sieht's mit Shidibia aus? Er sollte ja eigentlich eine Peitsche kriegen, aber da haben wir, glaube ich, bisher noch keine so gute hergestellt, ne? Können ihn sonst auch auf Dolch trimmen? Ich bin mir da noch nicht so sicher.
Wir lassen die einfach mal. Die haben wir jetzt gerade nicht im Team. So lange belassen wir es dabei, liebe Leute. Und was wir jetzt aber nochmal machen wollen, ist eine Campsite aufzubauen. Ja. Und einmal hier daran zu gehen. Denn wir steigen ein Level. Die Erfahrung haben wir mitgenommen aus der Vergangenheit. Und hoffentlich auch die Rezepte. So. Hisatz, eine besondere Fähigkeit. Jetzt kriegen wir ja scheinbar noch ein paar Informationen, ne? Und zwar haben wir eine Fähigkeit gelernt. Und zwar Hepaitos no Hono, was so vielleicht wie die Flamme des Hephaistos. Den kennen wir ja aus der griechischen Mythologie vom Olymp. Das ist der Schmiedegott. Und ab und zu können wir einen Hisatz-Charge erlangen, also für eine besondere finale Fertigkeit. Und dann eine besondere Fähigkeit nutzen. Das einmal aber nur bei einem Schmiedegang, kann man nur einmal benutzen. Und nachdem man es benutzt hat, dann kann man entweder zum Beispiel hier normal schlagen oder eine Fähigkeit benutzen, eine normale Fähigkeit. Und dann das Rohmetall schmieden. Und dann halt mit einem Schlag relativ viel von seiner Konzentrationskraft dann mit einfließen lassen. Und es ist dann tatsächlich so, dass wir, auch wenn wir die Erfolgsmarsch überschreiten, also diesen Bereich, wo man reinkommen soll beim Schmiedegang, wenn wir den überschreiben, ist egal. Auf jeden Fall haben wir es dann geschafft, einen Erfolg zu erzielen, auch wenn wir dann halt über das Ziel hinausschießen. Ihr kennt das ja beim Schmieden. Denn das bleibt dann ganz automatisch selbst stehen. Das ist ja ganz cool. Das heißt, wir kriegen einen richtigen Erfolg so. Wenn wir das benutzen, wird dann bei der nächsten Aktion die Temperatur erhöht. Und auch wenn wir keine Aktion danach durchführen, müssen wir aufpassen, weil dann der Effekt natürlich dann endet, ne? Müssen wir mal testen. Ich muss das einfach in der Praxis mal sehen. Wir gucken einfach mal, wie es ist bei Waffen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wenn das der gute Kamiu ein Schwert haben will, können wir jetzt hier den Ryusei no Tsurugi. Also wir gehen jetzt bei Kamiu mal einen ganz anderen Weg, sondern nicht mehr den Dolch, sondern tatsächlich ein Einhänderschwert, da Kodano jetzt den Zweihänder hat. Und das ist ein relativ seltenes Teil. Dafür brauchen wir aber das Schwert, was Kamiu gerade trägt. Wollen wir das machen? Ja. Kommt alles mit in den Top rein. Jetzt müssen wir mal zeigen, was wir können, was wir gelernt haben und wie es funktioniert, ne? Mit doppelter Kraft können wir, glaube ich, erstmal hier ranklotzen. Das machen wir hier unten auch. Mal gucken, können wir nochmal ein... Hier brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr Kraft. Mit dreifacher Kraft. So. Jetzt ist die Temperatur hoch. Und jetzt Hisatz Charge. Jetzt lädt sich unsere Fertigkeit langsam auf. Und jetzt können wir das machen. Hephaistos Flammen. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das jetzt tatsächlich so, dass wir, egal was wir machen, treffen? Nee. Achso, wenn wir übers Ziel rausschießen sollten, dann wahrscheinlich, ne? Yep. Ah, verdammt, 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 verdammt. Da kriegen wir nur noch einen hin. Oder auch keinen mehr. Verdammt, wir haben keine Kraft mehr. Da müssen wir es erstmal so herstellen. Wir können es ja jederzeit nochmal neu schmieden. Da fehlte uns einfach die Power. Wir hätten vielleicht die Flammen höher drehen sollen. Und so ist es tatsächlich nichts geworden. Und es ist ein schlechtes Schwert. Können wir es nochmal neu machen? und hier noch richtig. Wir wollen es einfach nochmal neu machen. Wäre besser, es jetzt nicht zu machen, oder wie? Warum nicht? Ich möchte es aber neu machen. Möchte aber... Geht es wahrscheinlich nicht, ne? Es hat jetzt keine Pluszustände, ist aber immer noch 100 Mal besser als das, was er hatte. Das ist sehr schade, dass das jetzt nicht geklappt hat, aber wir lassen uns von so einer kleinen Niederlage natürlich nicht unterkriegen und
das war's an dieser Stelle. In der Vergangenheit begrüße ich euch das nächste Mal natürlich wieder in der nächsten Folge von Dragon Quest XI. Bis dahin, bleibt ihr bitte gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.